Hallo meine lieben Malfreunde, ich hoffe euch geht's richtig gut, mir geht es ganz hervorragend und ich freue mich ganz doll darüber, heute mit euch einmal durch dieses wunderschöne und sehr, sehr süße Malbuch durchzuflippen, also durchzuswipen, und das ist Mandala Lichtzauber und das ist die Feenvariante. Es gibt davon tatsächlich noch drei weitere Malbücher und das ist einmal Fabelwesen, Einhörner und Tiefe Meer. Genau, und ich habe dieses Malbuch beim Stöbern in unserer örtlichen Buchhandlung entdeckt und fand es total niedlich und musste es einfach mitnehmen und natürlich muss ich es euch auch zeigen. Ich habe auf YouTube noch keinen Flip dazu gefunden, deswegen dachte ich, drehe ich es einfach mal für euch. Falls ihr Interesse habt, kriegt ihr natürlich den Link zum Buch auch in der Beschreibung unten. Fühlt euch frei zu gucken und Spaß damit zu haben. Ich lese euch einmal den Buchrücken vor. Mandalas Lichtzauber Feen. Diese Mandalas sind genau das Richtige für echte Malfans und sorgen für leuchtenden Farbspaß. Einzigartige Mandala-Motive aus der Welt der Feen. Zum Ausmalen und Entspannen. Mit 30 wunderschönen Nachtleuchtstickern zum Aufkleben und Verzieren. Mit nachtblauen Innenseiten zum Heraustrennen. Genau, und dann sind hier, wie gesagt, die drei anderen Bücher abgebildet. Das Malbuch ist erschienen im Löwe Verlag und ist illustriert von Christine Labuch. Genau, okay. Zur Größe des Malbuches mag ich euch auch noch was erzählen. Und zwar ist es 16,5-16,6 cm breit und es ist 21,5 cm groß. Genau, und dann legen wir auch los. Okay, genau, das sind einmal die angekündigten Leuchtsticker, die auf der Rückseite angesprochen worden sind, genau. Dann sieht man, dass hier der Buchrücken nicht direkt an dem Einband dran klebt. Wie gesagt, die Seiten kann man dann ganz locker raustrennen. Also ähnlich, man kann das Buch halt wie so ein Buch halt verwenden oder eben wie so ein Malblock. Ne? Dann kann man sich die Seiten rausnehmen, die man kolorieren möchte. Und ansonsten ist hier sehr besonders erstmal diese ganz zauberhaften, wundervollen, niedlichen, verträumten Motive und dieser blaue Hintergrund, also alle Papiere, alle Motive haben diesen blauen Hintergrund und auch die Outlines sind blau. Genau, also das ist wirklich besonders und wie ich finde, wunderschön. Okay, und die auszumalenden Flächen, die sind rein weiß. Genau, und wie ihr sehen könnt, sind die Motive auch nur immer einseitig bedruckt. Genau. Also wirklich sehr, sehr niedlich. Nicht zu detailliert. Und trotzdem wunderschön. Ab und zu sind die Motive halt wirklich angeordnet wie Mandalas, also dass sie dann gespiegelt sind und sich auch in Kreisform wiederholen. Aber die meisten Motive sind doch so einzeln und das finde ich halt auch wirklich schön.
So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, das Flip-Through hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, eine Anregung, einen Wunsch, was auch immer euch gerade in den Sinn kommt. Da freue ich mich total drüber. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder. Denn mit einem Malbuch in der Hand lebt sie es einfach leichter. Macht's gut, tschüss.